Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir werden versuchen, da... Wo ist es hin? Irgendwo war hier ein Schiff und da wollten wir rauf. Und das werden wir jetzt versuchen, darauf zu kommen. Da sind wir ja schon fast. Es ist genau vor unserer Nase. Vielleicht konnten wir es deswegen nicht sehen. Wir müssen irgendetwas abwerfen. Wir sind viel zu schwer. Oh mein Gott, wir haben alles Mögliche eingesammelt. Nein, wir müssen einmal gucken, was das wirklich ist. Nichts mit Stern wegwerfen. Die Kampfrüstung, na gut, dann weg damit. Und nochmal Kampfrüstung. Na, ja, da brauchen wir aber eine Doppelfolge Abladezeit demnächst. Ach Quark, so viel ist es auch nun wieder nicht. Old Corner Bookstore. Oh, was ist das für ein Müll hier? Ich glaube, wir müssen schon hier rauf irgendwie. Oder darauf? Ich sehe das Schiff jetzt gar nicht mehr. Da ist es nicht. Na, wir werden versuchen, hier irgendwie um das Gebäude herum hier. Und dann von der anderen Seite irgendwie hoch, oder? Was? Wer da? Ja, Preston, wir lassen uns da gar nicht drauf ein. Ach! Warum leckt das jetzt so? Ist die Festplatte schon wieder voll? Hey! Preston, hinter dir! Sowas! Ach, das war nix. Ja, das war nix. Nein, nein. Das machen wir nochmal. Es war, es ist auch irgendwie ziemlich am Ruckeln im Moment. Ich fürchte beinahe, dass die Festplatte schon so voll ist, dass echt nichts mehr geht. Unten ist ein Ghoul. Dann kommt von hinten ein Raider angerannt. Mann, früher haben sie echt für die Ewigkeit gebaut. Der Ghoul scheint aber weg zu sein. Legen wir los. Da ist er. Er ist aus dem Dreck aufgestanden. Ja, und das hatten wir doch schon. Das hätte ich doch jetzt wissen müssen. Ich habe keine, ich kann nichts. Ich bin außerdem auf beiden Beinen. Auf beiden Armen bin ich verletzt. An beiden Armen. Preston ist da ganz allein. Wir gehen einfach hier rein. Die folgen uns schon nicht. Oh, so viele tolle Sachen. Naja. Die werden ja auch noch da sein, wenn wir nochmal hierher kommen.
kommen erstmal nicht darauf, wie es aussieht. Von hier aus auf jeden Fall nicht. Dann müssen wir wohl oder übel wieder nach draußen, Preston. Es tut mir ja auch leid, aber es geht nicht anders. Vielleicht schleichen wir diesmal an den Raidern vorbei. Um den Finanzbezirk herum sozusagen. Das war doch nur eine Falle hier, oder? Nein. 308 und Stimpak kann er uns noch geben. Wo ist eigentlich der Ghoul? Ach so, der wurde dahin geschleudert. Kronkorken hatte der nämlich bei und 45er Patronen. Oh, Preston hat aufgeräumt. Kronkorken 38er. Dass der das so kann? Oha. Nicht so laut, Preston. Sehr gut. Das ist doch scheiße. Wow. Was ist passiert? Ich sehe nichts. Was war das? Was war das? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Oh, Preston, ich glaube, das war zu laut. Die Raider werden auf uns aufmerksam geworden sein. Fürchte ich. Ah, nicht so ganz. Ja, das sind ein paar schöne Sachen, die man einsammeln könnte. Wow! Schock. Der Raider ist tot. Oh, Vorkriegsgeld. Moment, wie ist das überhaupt? Was? Oh. Kaliber 50. 308er und 2 Stimpaks, sehr schön. Wo ist das Schiff? Ach, das ist ja noch ein Stück. Moment mal, Preston. Wir gehen doch lieber außen rum. Mist. Kronkorken. Oh nein, man kann gar nicht so groß außenrum gehen, oder? Schwierige Sache, Einkaufszentrum. Beim letzten Mal war noch der Ghoul drin alles. Okay, hier sind fiese, fiese Raider. Endstation! Oh Mann.
Rennen. Preston wollte ja nicht hierher. Und jetzt kann er gar nicht mehr aufhören, mit den Raidern zu spielen. Das ist immer so. Da oben ist es. In dieses blaue Gebäude müssen wir rein. Und alles wird gut. Dass Preston mich aber auch immer wieder findet. Da ist er. Hier lauern überall Gefahren. Ein Pferd? Komm rein, Preston. Wir fahren nach oben. Ach, da bist du ja. Ich frag mich zwar, wie du das gemacht hast, aber da bist du. Und raus. Preston. Raus. Es ist zu still. Man müsste die Roboter doch schon Robotern hören. Sie müssten hier irgendwo sein. Diese Waffe ist zu groß. 20 Schuss nur. Kronkorken. Nein, es geht hier nirgendwo nach oben. Wir müssen weiter rauf, Preston. Zum Schiff. Irgendwie müssen wir zu dem Schiff kommen. Ich bin sicher, das klappt. Oh. Ist das die... Ist das das... Sind wir damit gerade? Nein. Und geht's rauf oder runter? Nach oben, habe ich das Gefühl. Uah, Preston. Es sieht so aus, als würde es nach oben gehen. Aha. Ich habe es gewusst. Wir haben es geschafft. Da sind wir wieder, Leute. Viele Meter vom Kurs sind an der Z-Achse abgekommen. Ja, ich weiß. Hey, Navigator. Lege neuen Kurs fest. Wo ist der Kapitän? Aha, ist er das? Ja, ich denke, das ist... Unsere Head kehrt zurück. Welch ein glorreicher Erfolg. Die Mission ist zwar nicht ganz abgeschlossen, aber unser Fortschritt ist nicht zu leugnen. Ja, das soll ein Erfolg sein? Das war was? Schlimmer dran, alle haben es gesehen. Ja, alle haben es gesehen, oder? Ich bin sicher, im Commonwealth konnte jeder deine Jungfernfahrt erleben. Ganz sicher. Und unsere Raketen haben den Feinden zu denken gegeben. Wenn das so weitergeht, dürften wir mit einem oder zwei weiteren Starts im Meer landen. Meine Schaltkreise zittern vor Aufregung. Neustarten? Hat wohl funktioniert. Schiff wird nicht überleben. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihre Hilfe war entscheidend, Ma'am. Ein Geschenk des Himmels. In Anerkennung Ihrer mutigen Taten befördere ich Sie hiermit zum Lieutenant Ehrenhalber. Und da ich nun nicht unter Deck passe, trete ich Ihnen hiermit auf die Kapitänskabine ab. Ein dreifaches Hurra. Ja, super. Lieutenant. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra!
Hip, hurra! Hurra! Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!